Bisher haben wir kennengelernt diesen Zusammenhang zwischen Martingalen auf der einen Seite und Markov-Prozessen auf der anderen Seite. Und insbesondere haben wir die Aussage der Dünken-Formel gesehen und uns mit dem Beweis auseinandergesetzt. Jetzt soll es darum gehen, die Dünken-Formel auf Randwertprobleme anzuwenden. Und ich möchte als ein Beispiel das sogenannte Dirichlet-Problem betrachten. Dabei handelt es sich um das Folgende. Ich gebe mir vor, eine offene, beschränkte Menge d aus r hoch d. Der Rand von dieser Menge d sei hinreichend glatt, aber das wird keine sonderlich große Rolle im Folgenden spielen. Ich gebe mir weiterhin zwei Funktionen vor, nämlich eine Funktion g, die ist definiert auf dem Abschluss der Menge d mit Werten in r, und eine Funktion phi, die ist definiert auf dem Rand der Menge d mit Werten in r, und der Einfachheit halber seien beides stetige Funktionen. Und dann besteht das Dirichlet-Problem da drin, eine Funktion f zu finden, die zweimal stetig differenzierbar ist auf d und stetig ist auf dem Abschluss von d und dem folgenden Randwertproblem genügt, nämlich, dass wenn ich ein halb mal den Laplace-Operator anwende auf die Funktion f, dann soll gerade die Funktion minus g rauskommen für alle x aus der Menge d. Und auf dem Rand der Menge d soll f gerade gleich sein dieser Funktion phi. Und die Aussage von dem folgenden Satz ist, dass wenn ich eine Lösung dieses Dirichlet-Problems habe, dass ich sie dann mit Hilfe der Brownschen Bewegung darstellen kann. Und zwar in folgender Art und Weise. Ich gebe mir eine d-dimensionale Brownsche Bewegung vor. Ich definiere mir diese zufällige Zeit td-Komplement als den ersten Zeitpunkt, dass die Brownsche Bewegung diese Menge d verlässt. Und dann gilt das Folgende, nämlich, dass ich die Lösung f von an der Stelle x darstellen kann als den Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion phi ausgewertet an der Stelle b zum Zeitpunkt t d-Komplement plus das Integral von 0 bis t d-Komplement von dieser Funktion g von br dr. Und das gilt für alle x aus dem Abschluss dieser Menge d. Und insbesondere sehen wir, dass die Lösung dieses Dirichlet-Problems, wenn sie denn existiert, eindeutig sein muss. Zwei Bemerkungen dazu. Die erste Bemerkung ist, natürlich lässt sich diese Aussage sehr einfach verallgemeinern. Nämlich hier, dieses halb Laplace erinnert uns natürlich an den Generator der Brownschen Bewegung. Wir sehen hier den Zusammenhang, warum hier in dem Satz die Brownsche Bewegung auftaucht. Das heißt, wenn Sie diesen Operator ersetzen durch einen beliebigen Differentialoperator zweiter Ordnung, dann müssen Sie natürlich in diesem Satz einfach nur die Brownsche Bewegung ersetzen durch den entsprechenden Markov-Prozess, dessen Halbgruppe den entsprechenden Generator besitzt. Das war die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, schauen wir uns dieses Dirichlet-Problem einmal für zwei Spezialfälle an. Nämlich Spezialfall Nummer 1 ist, angenommen die Funktion phi ist konstant 0 und diese Funktion g ist konstant 1. Und dann schauen wir, was hier auf der Seite passiert. Naja, dieser Teil fällt weg. Hier steht konstant 1, das heißt, dieses Integral ist nichts weiter als td-Komplement. Das heißt, wir haben hier auf der Seite ein probabilistisches Objekt, nämlich die erwartete Erwartungswert von dieser zufälligen Zeit, td-Komplement, bei Start in x. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier dieses deterministische Objekt, was aus dieser Lösung dieses entsprechenden Randwertproblems ergibt. Das heißt, was wir hier sehen ist, wir können interessante probabilistische Objekte berechnen mit Hilfe von Lösungen von partiellen Differentialgleichungen. Ein zweites Beispiel ist, wenn Sie die Funktion g konstant 0 wählen, das heißt, Sie betrachten eine harmonische Funktion, und für phi, sagen wir, wählen wir eine Indikatorfunktion einer Teilmenge des Randes, dann sehen wir, dieser Anteil verschwindet in der Lösung. Und hier steht ja nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit, dass die Brownsche Bewegung, wenn sie den Rand verlässt, es in diesem Teilstück verlässt. Das heißt, wir haben hier auch wieder ein interessantes probabilistisches Objekt und f wäre dann die entsprechend zugehörige Lösung dieses Dirichlet-Problems. Eine letzte Bemerkung dazu ist,
Natürlich hätten wir hier auch einen Kandidaten für die Lösung dieses Randwertproblems. Das heißt, wenn wir jetzt nachweisen könnten, dass wenn wir den Generator darauf anwenden, dass die Funktion g rauskommt und dass die Funktion f, die wir so definieren, geeignet stetig ist auf, auf diesem Abschluss von d, dann hätten wir natürlich auch einen Kandidaten für die Lösung dieses Dirichlet-Problems. Und an der Stelle kommt dann natürlich auch die Regularität des Randes ins Spiel. Mit der möchte ich mich aber nicht im Detail hier beschäftigen, das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Ich möchte mich lieber auf diese eine Richtung konzentrieren. Schauen wir uns jetzt also den Beweis an. Es ist klar, wir wollen irgendwie diese Dünken-Formel ins Spiel bringen. Und dazu war natürlich Folgendes nachzuweisen, nämlich dass der Erwartungswert bei Start in x von dieser zufälligen Zeit td Komplement endlich ist für alle x in rd. Das war eine Voraussetzung im Satz von der Dünken-Formel. Eine Vorbemerkung dazu, dadurch, dass d nach Voraussetzung offen war, ist d Komplement natürlich abgeschlossen und aufgrund von Satz 1,8 wissen wir, dass die Eintrittszeit in diese abgeschlossene Menge td-Komplement eine Stoppzeit ist. Also wir wissen zumindest, diese zufällige Zeit td-Komplement ist eine Stoppzeit und damit insbesondere auch eine optionale Zeit. Und jetzt geht es darum, diesen Erwartungswert dieser Stoppzeit zu bestimmen. Und das möchte ich Ihnen zeigen mit Hilfe einer Methodik, die sich Lyapunov-Funktion nennt. Worum geht es hierbei? Also Ziel ist es, und Sie werden gleich sehen, warum, eine Funktion h zu finden, die die Eigenschaft hat, dass wenn ich den Generator drauf anwende, dass ich das Ganze dann nach oben abschätzen kann durch eine Konstante, sagen wir hier minus 1. Das ist sozusagen unser Ziel. Und ich behaupte, die folgende Funktion h von x, die definiert ist durch minus μ mal e hoch x1, also die erste Komponente von diesem Vektor x aus Rd, tut den Job mit der Wahl μ gleich 2 mal Exponentialfunktion von minus Minimum x1 für alle x1 aus dem Abschluss von d. Warum ist das der Fall? Na, rechnen wir es einfach nach. Also wenn wir den Generator der Brownschen Bewegung anwenden auf h, was ja nichts weiter ist als ein Halb-Laplace-Operator, dann sehen wir, der Laplace-Operator war die Summe der zweiten partiellen Ableitung. Das heißt, diese Funktion ist konstant in den Komponenten x2 bis xd. Das heißt, der einzige nicht verschwindende Beitrag kommt durch die Ableitung nach x1, durch die partiellen Ableitungen nach x1. Aber dadurch, dass wir hier eine E-Funktion vorliegen haben, produziert sich die und ich erhalte einfach nur, das ist minus μ halbe e hoch x1. Und das kann ich natürlich nach oben abschätzen, indem ich das Argument hier von der E-Funktion kleiner mache aufgrund des Vorzeichens. Und ich kann das abschätzen durch minus μ halbe e hoch Minimum von x1 für alle x aus dem Abschluss der Menge d. Und wenn ich jetzt die Definition von μ einsetze, sehe ich in der Tat, erhalte ich als obere Schranke minus 1. Wie möchte ich jetzt weiter fortfahren? Ich möchte erstmal die Dünken-Formel auf die folgende beschränkte optionale Zeit anwenden, nämlich td Komplement Minimum t. Dann ergibt sich aus der Dünken-Formel, einfach äquivalent umgeformt, das folgende. Ich habe hier auf der einen Seite den Erwartungswert bei Start in x von diesem Integral 0 bis td Komplement Minimum t von minus Generator angewendet auf die Funktion h ausgewertet an der Stelle brdr. Und auf der anderen Seite steht die Funktion h von x minus der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion h von b zum Zeitpunkt td Komplement Minimum t. Und ich sehe, jetzt sieht man, warum wir sozusagen hier ein definitives Vorzeichen oder eine Relation haben wollten. Nämlich, wenn ich das Minuszeichen auf die andere Seite bringe, sehe ich, dass ich minus g von h nach unten abschätzen kann durch 1. Das heißt, ich kann diesen Ausdruck kleiner machen, indem ich diesen Term minus g von h durch 1 ersetze und ich erhalte hier einmal als untere Schranke den Erwartungswert bei Start in x von dieser Stoppzeit td Komplement Minimum t. Auf der anderen Seite kann ich natürlich brutal auch diese Funktion, das Maximum über alle vom Betrag
von der Funktion h von y für alle y aus dem Abschluss der Menge d nach oben abschätzen. Und das gleiche kann ich auch hier machen. Ja, deswegen erhalte ich hier als obere Schranke 2 mal das Maximum von dieser Funktion, Betrag von h von y für y aus dem Abschluss von d. Was mir jetzt noch fehlt, ist das Folgende. Ich möchte eine Aussage treffen über den Erwartungswert von dd Komplement. Das heißt, ich sehe, wenn ich den Limes t gegen unendlich bilde, konvergiert natürlich dieser Ausdruck hier punktweise gegen das Gewünschte, nämlich gegen td Komplement. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt das Lemma von Fatou ins Spiel bringen und ich kann jetzt den Lim-Inf aus diesem Erwartungswert rausziehen. Erhalte dann hier natürlich den Erwartungswert bei Start in x von td Komplement Minimum t. Den haben wir gerade nach oben abgeschätzt durch diesen Ausdruck hier. Zweimal das Maximum über alle Betrag von h von y für y in dem Abschluss von d. H ist natürlich eine stetige Funktion. Der Abschluss von d ist eine abgeschlossene Menge. D ist beschränkt, damit ist also auch der Abschluss beschränkt. Das ist also eine kompakte Menge. Stetige Funktion auf der kompakten Menge nimmt ihr Maximum an. Das ist in dem Fall auch endlich. Das heißt, wir sehen, wir kriegen hier eine obere Schranke, die ist unabhängig von t, von diesem t, mit dem ich den Lim-Inf bilde, aber sie ist auch unabhängig von x. Damit haben wir genau das Gewünschte gezeigt, nämlich dass der Erwartungswert bei Start in x von dieser Stoppzeit t, die Komplement, endlich ist für alle x aus d. Und natürlich ist, wenn x in der Menge d Komplement ist, die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis t d Komplement gleich 0 gerade 1. Das heißt, diese Aussage gilt für alle, also die Erwartungswert von dieser Stoppzeit ist endlich für alle x in Rd. Das heißt, wir können jetzt in der Tat die Dünken-Formel anwenden und dann erhalten wir für alle x aus dem Abschluss dieser Menge d die Darstellung, dass f von x sich schreiben lässt als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f von b zum Zeitpunkt t d Komplement minus das Integral von 0 bis t d Komplement von dieser Funktion Generator angewendet auf die Funktion f, ausgewertet am Punkt der Brownschen Bewegung zum Zeitpunkt RdR. Jetzt sehen wir das Folgende. Dadurch, dass die Brownsche Bewegung natürlich stetige Pfade hat, weiß ich, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Menge d verlasse, ist die Brownsche Bewegung natürlich im Rand der Menge d. Das heißt, auf dem Rand dieser Menge d weiß ich aber auch, dass die Funktion f gerade gleich der Funktion phi ist. Das heißt, ich kann hier diese Ersetzung durchführen. Auf der anderen Seite weiß ich, solange wie die Brownsche Bewegung den Rand nicht getroffen hat, das ist der Fall, solange wie r strikt kleiner ist als td Komplement, weiß ich natürlich auch, dass f die entsprechende partielle Differentialgleichung 1/2 Laplace angewendet auf f gleich minus g löst. Das heißt, in dem Fall kann ich diesen Ausdruck ersetzen durch minus klein g von br. Und damit erhalte ich genau das gewünschte Resultat. Kommen wir jetzt zu ein paar Beispielen von diesem Satz. Also angenommen, d ist gleich 1. Diese Menge groß d ist einfach dieses offene Intervall ab. Und ich möchte das folgende Dirichlet-Problem betrachten, nämlich 1/2 zweite Ableitung von f ist gleich minus 1 für alle x in diesem offenen Intervall ab. Und f soll f an der Stelle a und an der Stelle b soll gerade gleich 0 sein. Und dann kann ich einfach durch Integration dieser Funktion dieses Randwertproblem lösen. Die beiden Integrationskonstanten, die ich erhalte, c1 und c2, wähle ich dann aufgrund dieser Randbedingung und erhalte als Lösung, dass f von x nichts weiter ist als dieser Ausdruck x minus a mal b minus x für alle x aus dem abgeschlossenen Intervall ab. Und jetzt kann ich natürlich den Satz 4,4 anwenden und sehe, dass für eine Brownsche Bewegung, also für eine eindimensionale Brownsche Bewegung, die erwartete Austrittszeit
aus diesem Intervall AB gerade gegeben ist durch diesen Ausdruck x minus a mal b minus x. Das heißt, wir haben ihn explizit berechnet. Hier eine kleine Aufgabe an Sie. Angenommen, wir starten mit der Wright-Fischer-Diffusion. Und das war der folgende Markov-Prozess. Xt auf diesem kompakten Raum 01 mit dem folgenden Generator. Also der Definitionsbereich des Generators waren einfach alle zweimal stetig differenzierbaren Funktionen auf diesem Intervall 01. Und wenn ich eine Funktion aus dem Definitionsbereich wähle, dann macht der Generator damit das folgende. Das ist ein halb mal x mal 1 minus x und dann die zweite Ableitung von der Funktion f an der Stelle x. Und dann ist jetzt Ihre Aufgabe, rechnen Sie für diesen Generator die entsprechende Austrittszeit des zugehörigen Markov-Prozesses aus diesem Intervall 01. Als kleine Aufgabe. Ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, ich möchte jetzt mal eine harmonische Funktion betrachten. Ich nehme wieder Dimension 1, ich nehme wieder dieses offene Intervall AB. Und jetzt möchte ich betrachten, diese harmonische Funktion, also f soll dieses Randwertproblem ein halb zweite Ableitung von f gleich 0 lösen und auf dem Rand gleich der Funktion phi sein. Und die Funktion phi nimmt hier nur zwei Werte an oder ich kann sie auch konstant fortsetzen auf minus unendlich bis a, nimmt sie den Wert phi von a an und auf dem Intervall b bis unendlich den Wert b. Und dann ist die Lösung dieses Randwertproblems, kriegt man wieder durch Integration gegeben, durch diesen folgenden Ausdruck, nämlich f von x ist nichts weiter als x minus a geteilt durch b minus a f von phi von b plus b minus x geteilt durch b minus a phi von a. Was sehe ich jetzt? Wenn ich jetzt den Satz 4,4 wieder anwende, dann weiß ich, dass der Erwartungswert von dieser Funktion phi an der Stelle der Brownschen Bewegung zum Zeitpunkt des Austritts aus diesem Intervall gerade durch diesen Ausdruck gegeben ist. Insbesondere, wenn ich jetzt für phi einfach die Indikatorfunktion auf dem Punkt a wähle, Strich phi von a ist 1 und phi von b ist 0, und ich diese Stoppzeit einführe des ersten Treffens des Punktes c, damit kann ich jetzt das Folgende machen. Naja, wenn ich diese Funktion phi hier einsetze, sehe ich, naja, wenn die Brownsche Bewegung das Intervall AB verlässt und es in A verlässt, dann kriege ich ja gerade den Wert 1. Und wenn sie dieses Intervall in B verlässt, kriege ich gerade den Wert 0. Sprich, wenn ich die Indikatorfunktion dieses Events hinzufüge, sehe ich gerade, diese Funktion ist auf diesem Event 1 und auf diesem komplementären Event gerade 0. Das heißt, ich kann diese Austrittswahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass ich erst a treffe, bevor ich b treffe, ausdrücken gerade durch b minus x geteilt durch b minus a. Jetzt sehe ich natürlich auch hier dran, das ist auch plausibel, wenn ich x immer dichter an a wähle, wird natürlich diese Wahrscheinlichkeit immer größer. Das ist natürlich auch das, was wir erwarten. Und insbesondere haben wir natürlich auch einen Ausdruck für das entsprechende Gegenereignis. Abschließend vielleicht dazu noch eine Aufgabe. Bestimmen Sie für eine d-dimensionale Brownsche Bewegung, wobei hier d größer gleich 2 sein soll, die Austrittszeit aus oder die erwartete Austrittszeit auf einen offenen Ball mit Radius r. Das ist die folgende Menge, das ist die Menge aller Punkte x in Rd, sodass die 2-Norm von x strikt kleiner ist als r. Und hier geht es auch wieder darum, die entsprechende zugehörige partielle Differentialgleichung explizit zu lösen. Und das ist eine nette kleine Aufgabe. Kommen wir jetzt, nachdem wir uns mit Randwertproblemen beschäftigt haben, zu einer zweiten Klasse von partiellen Differentialgleichungen, nämlich den sogenannten Cauchy-Problemen. Und die möchte ich zunächst diskutieren auf der Ebene von Halbgruppen. Also ich betrachte eine Halbgruppe Pt, linearer Kontraktion, auf einem Banachraum B. Und mit G und DG bezeichne ich den entsprechenden zugehörigen Generator.
Weiterhin gebe ich mir vor eine Funktion f aus dem Definitionsbereich des Generators und ich gebe mir eine Abbildung vor klein g, die von 0 unendlich in den Definitionsbereich der starken Stetigkeit geht. Das heißt, für ein festes t ist g von t nichts weiter als eine Funktion im Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Und ich möchte über diese Abbildung annehmen, dass sie stetig differenzierbar ist im starken Sinne. Und dann ist die Aussage dieses Satzes 4.4, dieses folgende, nämlich, dass das Anfangswertproblem dtu von t ist gleich Generator angewendet auf diese Funktion u von t plus g von t und u von 0 ist gleich f, genau eine Lösung besitzt, u, die von 0 unendlich in den Definitionsbereich des Generators geht. Und diese Lösung hat die folgende Darstellung, nämlich u von t lässt sich für jedes t auch schreiben als die Halbgruppe pt angewendet auf die Funktion f plus das Integral von 0 bis t, die Halbgruppe pt minus s angewendet auf die Funktion gs ds. Bevor wir uns mit dem Beweis von diesem Satz auseinandersetzen, vielleicht noch eine Kleinigkeit, was verstehen wir und überhaupt unter einer Lösung dieses Randwertproblems? Darunter verstehen wir halt eine derartige Abbildung, die von 0 unendlich in den Definitionsbereich des Generators geht, die die Eigenschaft hat, dass die starke Ableitung existiert. Das heißt, dass ut plus h minus ut geteilt durch h im starken Sinne gegen 0 dass dieser Limes im starken Sinne existiert. Und nicht nur, dass er existiert, er soll auch stark stetig in t sein. Und diese Funktion u soll natürlich dem Anfangswertproblem Stern genügen. Wie funktioniert jetzt der Beweis? Naja, der geht wieder in zwei Schritten. Im ersten Schritt möchte ich erstmal die Eindeutigkeit der Lösung zeigen. Also ich gebe mir zwei Lösungen vor, u1 und u2, und wir nehmen mal an, es wären zwei verschiedene Lösungen von diesem Anfangswertproblemstern. Und dann betrachte ich die Abbildung v, die gerade aus dieser Differenz dieser beiden Lösungen besteht. Das ist natürlich eine Abbildung von 0 unendlich in den Definitionsbereich des Generators. Und was wir noch wissen ist, dass wenn ich dtv betrachte, das ist gleich g von vt für alle t größer als 0 und zum Zeitpunkt 0, also v von 0, ist nichts weiter als 0. Und insbesondere aufgrund dieser Bemerkung hier wissen wir natürlich auch, vt ist diese starke Ableitung existiert. Und nicht nur das, wir wissen auch, diese Funktion hier ist stark stetig in t. Das heißt insbesondere auch, dass diese Funktion hier stark stetig ist in t. Was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass diese Funktion vt, die dieses Anfangswertproblem löst, konstant 0 ist. Und dazu genügt es natürlich zu zeigen, dass die Norm von diesem Vektor vt für jeden Zeitpunkt t gerade gleich 0 ist. Wie geht das jetzt hier? Wir fixieren uns dazu erstmal einen Zeitpunkt groß t, der größer ist als 0. Was wir gerade gesehen haben, diese Funktion g von ut ist natürlich nach Voraussetzung stark stetig. Und insbesondere wissen wir auch, dass auf diesem kompakten Intervall 0 bis groß t diese Abbildung t wird abgebildet auf g von vt gleichmäßig stark stetig ist. Das heißt nichts weiter als, dass für jedes Epsilon größer als 0 ein Delta existiert mit der Eigenschaft, dass die Norm von g von vt minus g von vs kleiner ist als Epsilon geteilt durch groß t, sagen wir mal. Und das soll gelten für alle Zeitpunkte s und t aus diesem Intervall 0 bis groß t mit der Eigenschaft, dass die Differenz zwischen s und t im Betrag kleiner ist als Delta. Und jetzt gehen wir wie folgt vor. Ich wähle mir eine Partition von diesem Intervall 0 bis groß t und die bezeichne ich mit t0 bis tn. Und die sollen so gewählt sein, dass diese Inkremente, nämlich tk minus tk minus 1 im Betrag kleiner ist als Delta für alle k zwischen 1 und n.
Was wissen wir jetzt noch? Naja, wir wissen ja, dass dadurch, dass VT in dem Definitionsbereich des Generators liegt, wissen wir insbesondere, und wir wissen auch, dass der Definitionsbereich des Generators nach Satz 3.7 gleich ist dem Bild der Resolvente des Definitionsbereiches der starken Stetigkeit. Und das möchten wir jetzt ausnutzen. Ich möchte im ersten Schritt also die Differenz von dem Betrag von Vt minus Betrag von V0 als eine Teleskopsumme schreiben. Mithilfe von diesen Zeitpunkten T0 bis Tn. Das ist hier geschehen. Was ich jetzt machen möchte, ist in diesem ersten Teil möchte ich die Resolvente am für Lambda gerade das gewählt ist als tk minus 1 hoch minus 1 und entsprechend den Operator, das hier ist meine entsprechende Lambda-Identität minus g. Und wir sehen, diese beiden Operatoren zusammen gibt gerade wieder die Identität, weil dieser Operator, nein, dieser Operator, das ist der inverse Operator von diesem Operator ist. Und jetzt habe ich diese Resolvente als der Operator noch rausgezogen. Wir wissen natürlich, diese Resolvente ist nach oben beschränkt durch 1 durch Lambda. Und Lambda war ja hier gerade das Inverse von tk minus tk minus 1. Also wir haben hier als obere Schranke tk minus tk minus 1. Jetzt sehe ich, wenn ich diesen Ausdruck hier reinziehe, erhalte ich hier im vorderen Teil einmal V von tk minus und dann erhalte ich gerade dieses tk minus 1 von g angewendet auf dieses Element V von tk. Und das kann ich natürlich auch künstlich schreiben als dieses Integral von tk minus 1 bis tk von g von V von tk ds. Auf der anderen Seite kann ich in dieser hinteren Norm eine Nulladdition durchführen, nämlich ich addiere einfach V von tk hinzu und ziehe es wieder ab. Und jetzt möchte ich für die Differenz, die sich dabei ergibt zwischen V von tk und V von tk minus 1, das Anfangswertproblem benutzen. Ich integriere das einfach zwischen tk und tk minus 1 und erhalte diese folgende Darstellung. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte in diesem ersten Norm nochmal eine Nulladdition durchführen. Ich möchte nämlich genau dieses Integral hier hinzuaddieren und abziehen. Und dann sehe ich, wenn ich die Dreiecksungleichung benutze, das folgende, dass dieser entsprechende Term verschwindet mit dem entsprechenden Term hier vorne. Ich erhalte als einzigen Term übrig die Norm vom Integral von tk minus 1 bis tk von g von vs minus g von vtk. Und dann habe ich noch die Dreiecksungleichung benutzt, um das Ganze reinzuziehen. Und jetzt wissen wir natürlich nach Voraussetzung, dass diese Norm kleiner ist als Epsilon geteilt durch groß T. Das kann ich nach oben abschätzen. Dann kann ich natürlich das, was hier übrig bleibt, einfach diese Integrale ausrechnen und das ergibt nichts weiter als die Teleskopsumme der TKs, die sich ja gerade zu diesem Groß T zusammenaddieren. Damit sehe ich, ich habe eine obere Schranke erhalten, die gerade durch Epsilon gegeben ist. Und dadurch, dass Epsilon beliebig war, sehen wir hier also, dass V von Groß T in die Norm von diesem Element gerade gleich ist der Norm von V von 0. Jetzt wissen wir aber auch nach Voraussetzung, dass V von 0 gerade 0 ist. Das heißt, die Norm von diesem Element ist 0. Und damit haben wir jetzt genau das Gewünschte gezeigt, nämlich für jedes große T ist die Norm von V von groß T 0. Und damit ist die Lösung des Anfangswertproblems eindeutig. Wie sieht es jetzt mit der Existenz aus? Dazu haben wir natürlich einen Kandidaten. Der Kandidat ist genau der Term, der hier steht. Das heißt, wir wollen diesen Term nutzen, also wir definieren uns UT genau durch diese rechte Seite und nachweisen, dass sie dem Anfangswertproblem genügt. Das ist genau unsere Aufgabe.
Das heißt, die erste Betrachtung ist das folgende. Wir müssen erstmal zeigen, dass diese Funktion u t für jedes t im Definitionsbereich des Generators liegt. Das ist Schritt 1. Was wissen wir? Also wir wissen ja, f liegt im Definitionsbereich des Generators. Nach Satz Ostrats 3.5 folgt damit auch, dass ptf im Definitionsbereich des Generators liegt. Und wir wissen natürlich auch, dass der Generator und die Halbgruppe kommutieren. Sozusagen damit haben wir auch schon mal nachgewiesen, dass dieser Teil im Definitionsbereich des Generators liegt. Was uns noch fehlt, ist nachzuweisen, dass auch dieser Teil im Definitionsbereich des Generators liegt. Und dazu möchte ich jetzt die Funktion k von s mit Hilfe vom Hauptsatz hier in der Banach-raumwertigen Form umschreiben, nämlich als dieses Integral von 0 bis s von g' von r dr. Wenn ich das getan habe, kann ich natürlich die Linearität benutzen, habe hier einmal dieses Integral von 0 bis t von p t minus s angewendet auf diese Funktion g von 0 ds. Und ich habe jetzt hier hinten noch das Integral von 0 bis t. Und jetzt möchte ich hier die Integrationsreihenfolgen vertauschen. Dazu schreibe ich dieses erste Integral als Integral von 0 bis t, Indikatorfunktion, natürlich, dass r kleiner sein muss als s. Und wenn ich das jetzt hier Fubini durchführe, die beiden Integrationsreihenfolgen vertauscht habe und diese Indikatorfunktion auflöse, ergibt mir das gerade dieses Integral von r bis t. Was ich jetzt in diesem ersten Integral machen möchte, ist, ich möchte substituieren. Ich möchte nämlich an dieser Stelle t minus s ersetzen durch einen s'. Wenn ich das durchführe, erhalte ich genau dieses Integral. Das heißt, diese Integrationsgrenzen bleiben und ich erhalte hier einfach nur ps. Ich habe das s' wieder in s umbenannt. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass dieses Integral, dadurch, dass g ja im Definitionsbereich des Generators liegt, auch wieder ein Element im Definitionsbereich des Generators ist. Hier hinten verfahren wir jetzt analog. In dem ersten Schritt möchte ich diese Integralgrenzen verschieben von 0 bis t minus r. Und im zweiten Schritt möchte ich dann sozusagen alles, was ich hier drinne, dann erhalte, nämlich t minus r, t minus s minus r, substituieren durch ein s' und dann erhalte ich genau dieses Integral. Und auch hier greift die Aussage, dieses Element hier ist ein Definitionsbereich des Generators, das folgte aus dem Satz 3.5 und das gilt ja für jedes r in diesem Intervall 0t. Und damit haben wir nachgewiesen, dass auch dieses Integral im Definitionsbereich des Generators liegt, das heißt ut ist im Definitionsbereich des Generators. Das war Schritt 1. Jetzt müssen wir mal nachweisen, dass ut auch differenzierbar ist im starken Sinne und dass es dem Anfangswertproblem genügt. Schauen wir uns also diese Ableitung an, also dt von ut. Das ist einmal dt von ptf plus dt von diesem Integral 0 bis t von pt minus s gs ds. Diesen ersten Teil können wir direkt ausrechnen, nämlich aus dem Satz 3.5 folgt, dass das nichts weiter ist als der Generator angewendet auf ptf. Im zweiten Teil möchte ich, also im zweiten Integral möchte ich genau diese Substitution, die wir hier schon mal durchgeführt haben, benutzen. Ich möchte also dieses Integral schreiben als das Integral von 0 bis t ps g von 0 ds plus dieses Integral von 0 bis t Integral von 0 bis t minus r ps g' von r ds dr. Jetzt sehe ich, wenn ich die Ableitung, also Hauptsatz der Differentialableitung, Differentialrechnung anwende und diese Ableitung anwende auf dieses Integral, dann erhalte ich natürlich nur die Integranten an dieser oberen Integrationsgrenze, das ist nämlich pt g von 0. Und wenn ich im zweiten Argument mir das angucke, wenn ich die Ableitung ausrechne, erhalte ich als ersten Term diesen Term hier an der oberen Integralgrenze, aber die verschwindet gerade, weil wenn ich r gerade t setze, ist das hier 0. Und dann erhalte ich als zweiten Term die Ableitung von diesem Term an der oberen Integralgrenze und das ist genau dieser Ausdruck.
Damit haben wir sozusagen diesen Ausdruck erhalten. Und jetzt möchte ich eine Nulladdition durchführen. Ich möchte nämlich PTF ausdrücken als diese Funktion U. Und die bestand ja aus zwei Teilen. Ich gehe mal zurück. Es besteht aus diesem Teil PTF plus diesem Integral. Dieses Integral sozusagen addiere ich hier und ziehe es wieder ab. Und das, was ich abziehe, ist genau dieser Term. Und den haben wir jetzt hier ja schon mal umgeschrieben. Das ist also genau dieser Term, den wir hier haben. Das heißt, was wir jetzt erhalten, ist also einmal Generator angewendet auf die Funktion ut minus den Generator angewendet als auf diese beiden Integrale plus die beiden Terme, die wir von hier oben erhalten. Was wissen wir jetzt? Wir wissen, wenn ich jetzt hier g ist ja ein linearer Operator, also g auf diesen Term anwende, aufgrund vom Satz 3, 5 wissen wir, das ist nichts weiter als pt von g0 minus g0. Bleibt also sozusagen nur noch auszurechnen, was der Generator mit diesem Integral hier hinten macht. Dazu gehe ich sozusagen zur Definition zurück. Ich betrachte also 1 durch h, ph minus Identität angewendet auf dieses Doppelintegral. Und jetzt sehe ich nachher, denn diese Terme kann ich hier ins Integral reinziehen, das sind beschränkte Operatoren. Und dann kann ich natürlich hier die Halbgruppeneigenschaft benutzen und die Integrationsgrenzen verschieben. Deswegen erhalte ich, wenn ich pH mit PS verkette und dann substituiere dieses Integral von h bis t minus r plus h von PS g' von r ds. Und im Hinteren bleibt genau dieses Integral stehen. Und jetzt sehe ich hier bei diesen Integralen, kürzen sich natürlich ein Großteil raus, nämlich der Bereich zwischen h und t minus r. Und ich erhalte einfach nur die folgenden beiden Randterme, nämlich einmal das Integral von t minus r bis t minus r plus h von ps g' von r ds. Und ich erhalte einmal das Integral von 0 bis h ps g' von r ds. Was wissen wir jetzt, wenn wir diese Integrale betrachten und durch h teilen und den Limes h gegen 0 bilden, dann konvergiert dieser Term gerade gegen pt minus r g' von r, während dieser hintere Term gerade gegen g' von r konvergiert. Damit wir den Limes h gegen 0 in dieses Integral reinziehen dürfen, brauchen wir noch eine obere Majorante, aber wir sehen, das Ding hier drin ist beschränkt. Das Integral kürzt gerade, das wir dann rausziehen können, kürzt gerade dieses 1 durch h und damit haben wir auch eine integrierbare Majorante. Das heißt, der Satz von Lebesgue ist anwendbar. Wir erhalten gerade diese beiden Integrale. Und jetzt sehen wir in diesem hinteren Integral, das kann ich aufgrund des Hauptsatzes nochmal explizit ausrechnen, ist gerade g von t minus g von 0. Und wenn wir jetzt alle Terme zusammensetzen, dann ist gerade die Ableitung nach t von dieser Funktion u von t im starken Sinne, gegeben durch diesen Generator angewendet auf die Funktion von ut. Und dieser Ausdruck hier, das war der, den wir im vorangehenden Schritten erhalten haben. Jetzt können wir die beiden Substitutionen einsetzen. Wir sehen einmal, ich gehe einen Schritt zurück. Wir erhalten einmal dieses ptg von 0 minus g von 0. Das g von 0 haben wir auch hier mit einem positiven Zeichen, kürzt sich weg. Das ptg von 0 kürzt sich hier weg mit dem Minuszeichen, das hier steht. Und dieses Integral kürzt gerade dieses Integral weg. Und der einzige Term, der übrig bleibt, ist dieses g von t. Und dieses Minuszeichen mit diesem Minuszeichen ergibt gerade dieses Pluszeichen. Damit haben wir jetzt nachgewiesen, in der Tat, die Funktion u von t ist differenzierbar und löst das Anfangswertproblem. Was jetzt offen bleibt, ist, wir haben jetzt hier mit Hilfe von Halbgruppen argumentiert. Können wir sozusagen auch eine probabilistische Darstellung der Lösung mit Hilfe eines Markov-Prozesses angeben. Darum geht es jetzt in diesem letzten Korollar. Dazu betrachte ich einen progressiv messbaren Markov-Prozess X auf unserem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum. Und dieser Markov-Prozess soll Werte annehmen in diesem polnischen Raum E mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra.
Weiter möchte ich mit G den Generator der zugehörigen Halbgruppe PT bezeichnen, wobei ich PT wieder einschränken möchte auf den Raum der starken Stetigkeit. Das können jetzt hier, B0 könnte hier sein, der Raum der stetigen Funktion mit Werten in R, mit Werten in, genau, in R oder der Raum dieser C0-Funktion. So, was nehme ich mir dann her? Ich nehme jetzt her eine Funktion f aus dem Definitionsbereich des Generators. Ich nehme mir wieder her eine Funktion g oder eine Abbildung g von 0 unendlich in diesen Definitionsbereich der starken Stetigkeit, die stetig differenzierbar im starken Sinne ist. Und dann ist die Aussage, dass die Funktion utx, die gegeben ist gerade durch den Erwartungswert bei Staaten x von dieser Funktion f von xt plus das Integral von 0 bis t g von t minus s xs ds, die eindeutige Lösung des Anfangswertproblems dt, d nach dt von ut gleich g von ut plus gt für alle t größer als 0 und u von 0 gleich f ist. Vielleicht hier noch eine kurze Notation: mit utx bezeichne ich, das soll das gleiche bedeuten wie diese Funktion u von t. Das war ja ein Element im Definitionsbereich des Generators. Das heißt, das ist eine Funktion, die ich dann auswerte an der Stelle x. Das gleiche hier auch für diese Funktion g. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Naja, wir müssen uns kurz nur klar machen, warum dieses Integral existiert. Und das existiert aus dem folgenden Grund. Naja, wir wissen, im ersten Argument ist diese Funktion stetig nach Voraussetzung. Im zweiten Argument ist sie messbar, weil sie in den Raum B0 Teilmenge des Raums BE abbildet. Und BE war der Raum der messbaren beschränkten Funktion. Das heißt, wir wissen auch, G ist insbesondere beschränkt. Und aus dieser Tatsache folgt, dass diese Funktion g messbar ist. Und damit ist das Integral wohl definiert. Also wir können jetzt sozusagen den Satz 4,4 und Fobini anwenden. Das heißt, aus dem Satz 4,4 folgt, wir wissen ja, dass die eindeutige Lösung diese Darstellung besitzt. Und jetzt möchte ich einfach nur PTF probabilistisch darstellen, nämlich als den Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f, ausgewertet an der Stelle des Prozesses xt. Das gleiche möchte ich auch an dieser Stelle tun, nämlich ich möchte pt-s g von s x mithilfe des Prozesses darstellen als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion g von s x zum Zeitpunkt t-s. Und jetzt in diesem hinteren Integral kann ich das folgende machen. Ich kann erstmal eine Substitution durchführen. Ich möchte t-s substituieren, wieder durch s. Dann sehe ich hier vorne, erhalte ich diesen Ausdruck t-s. Und die Integralgrenzen mit der Kompensation des Minuszeichens bleiben erhalten. Und jetzt in dem letzten Schritt möchte ich noch Fobini anwenden und das Integral mit dem Erwartungswert vertauschen. Wir haben uns ja überzeugt bereits, dass dieses entsprechende Integral existiert. Also ist dieser Fobini-Schritt erlaubt. Und damit erhalte ich genau diese gewünschte Darstellung. Und damit ist dieses Korrelat nachgewiesen. Vielleicht abschließend noch eine kleine Anwendung, nämlich wenn ich mir dieses folgende Anfangswertproblem betrachte, nämlich die partielle Ableitung nach t von dieser Funktion u, tx ist gleich 1/2, die zweite partielle Ableitung nach x von dieser Funktion u, tx mit der Bedingung, dass zum Zeitpunkt 0 die Funktion u0x gerade den Wert der Funktion f von x annimmt, dann ist natürlich die Lösung gegeben durch den Erwartungswert der Brownschen Bewegung ausgewertet, also dieser Funktion f von der Brownschen Bewegung. Und das kann ich natürlich explizit schreiben, mithilfe der Verteilung der Brownschen Bewegung zum Zeitpunkt t. Das ist nämlich nichts weiter als dieses Integral über r von dieser Funktion f von y.
und dann gewichtet mit der entsprechenden Normalverteilung, mit Erwartungswert x und also je nachdem, wie man es liest jetzt, mit der entsprechenden Dichte 2 pi t hoch minus 1/2 mal e hoch minus t minus 1 durch 2 t x minus y Quadrat. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine explizite Darstellung der Lösung einer partiellen Differentialgleichung, einmal relativ explizit und einmal mit Hilfe von diesem Prozess. Was haben wir jetzt gesehen in dieser Vorlesung? Wir haben gesehen, wie nützlich es sein kann, Martingale und Markov-Prozesse ins Spiel zu bringen, um partielle Differentialgleichungen zu lösen. Und das ist sozusagen ein Tool, das in den 50er Jahren massiv entwickelt wurde und zu einem großen Erfolg der Wahrscheinlichkeitstheorie auch beigetragen hat, weil es gerade ermöglicht hat, auch dann partielle Differentialgleichungen für partielle Differentialgleichungen Lösungen anzugeben, die mit Hilfe der Theorie der partiellen Differentialgleichung schwer zu handhaben waren. Damit möchte ich diese Vorlesung über Markov-Prozesse beenden und